Hallo Leute, am 6.12. ist es endlich soweit. Scene-Mate Volume 1 geht an den Start mit dem Buchteil Punk und Hardcore. Nach 3 Jahren Blut, Schweiß und Tränen habe ich es endlich geschafft, den Traum wahr werden zu lassen. Und Spirit of the Streets, mein Verleger, bringt das Teil zu euch nach Hause. Entweder ihr holt es bei Amazon als E-Book oder aber ihr kauft es ganz schnöde im Laden oder auch auf der Lesetour, die dann auch stattfinden wird im Dezember. Und ich hoffe, wir sehen uns da. Bis dahin, bleibt sauber und rockt die Schwader, Jungs. Am 3.12. geht's los in Magdeburg. Unsere Lesetour Reading Scene Mates mit dem Ferdi Dörnberg als Special Guest, der unter anderem bei Axel Rudi Pell, Matt Gonzerör mitspielt und auch bei Roth Silk. Und da freue ich mich riesig drauf und ich hoffe, ihr kommt zuhauf. Nächsten Tag sind wir in Hannover, auch wieder mit dem Ferdi als Special Guest. Wird auch ein geiles Ding, ein kleiner Plattenladen, schön schnucklig. Ich hoffe, ihr kommt dahin. Am 5.12. rocken wir die Nordstadt Hamburg. Ja? Zwar sind wir da ein bisschen eher am Start und ich hoffe, ihr könnt trotzdem kommen. Aber wir haben einen geilen Special Gast, nämlich den Karl Nagel, der in den 90er Jahren, wenn ich mich richtig entsinne, Ex-Kanzlerkandidat der APPD war. Wie geil wird das sein, ja? Am 6.12., am Tag, wo das Buch rauskommt, sind wir in Dortmund bei dem legendären Sänger und Gründer von The Idiots, nämlich Sir Hannes Smith. Und das wird nochmal legendär, ja. Vor allem an dem Tag, wo das Buch rauskommt. Und Hannes selber ist ja auch im Buch drin. Da schließen sich Kreise und ich freue mich riesig drauf. Am 8.12. ist diesmal ein Sonntag, sind wir in Düsseldorf im legendären The Tube Club. Ja, das ist in der Innenstadt in Düsseldorf und ich hoffe, ihr kommt dahin und rockt mit uns gemeinsam mit den Berlinern die Stadt der Toten Hosen. Am 11.12. das erste Mal überhaupt für mich eine Premiere im Schwabenländle zu sein und Stuttgart zu rocken im Cup Tormentoso. Ist ein super geiler Laden, hat ein bisschen Seemannsflair und ich hoffe auch dort können wir den Punk an den Start bringen. Am 15.12. Homecoming, da komme ich in meine alte Heimat wieder und ich freue mich riesig drauf, alte und neue Gesichter wieder zu sehen. In Schleiz im Woodies, legendärer Club, Holzhaus, super geiles Ambiente, hinkommen. Am 16.12. Dresden, ja, Bärenzwinger, Studentenclub. Ich lasse mich mal überraschen, was das wird. Ja, Studenten und Punk, mal gucken. Am Tag darauf sind wir nochmal in Sachsen, in Leipzig, im UT Konnewitz. Ein super geiles Ambiente, ja, ein altes Kino, erbaut um 1900. Deswegen müssen wir auch dort ausnahmsweise auf dieser Tour Eintritt nehmen, ermäßigt 4 Euro. Normaleintritt 5 Euro. Ich hoffe, ihr unterstützt uns und rockt mit uns da das Kino. Ja. Am 18.12. sind wir in Schwerin. Ja. Da werden wir wahrscheinlich einen Special-Gast haben, den ich jetzt noch nicht verraten möchte. Guckt einfach auf die Updates und ihr werdet mitkriegen, wer es ist. Am 19.12. ist der offizielle Tourabschluss und da geben wir noch mal richtig Gas, Jungs. Natürlich in meiner zweiten Homecoming Base sozusagen in Berlin, wo ich mittlerweile auch lebe, in der Misfit Bar. Ja, wir freuen uns schon riesig auf euch. Es gibt guten Mexikaner, kommt hin und da werden wir nochmal einen ordentlichen gebührenden Tourabschluss feiern, auch wenn ich nicht ganz so lang machen kann, weil am nächsten Tag, nämlich an dem 20.12. bin ich in Rheinberg bei Betontod zu Gast. Wie geil ist das denn, Leute? Also hätte ich mir vor Jahren nicht träumen lassen, für Betontod mal im Rahmen des X-Mess-Festivals von Betontod eine Lesung zu machen. Ist natürlich nicht eine Halle, ist in einem Café, das heißt zum krönenden, zum Kölner Dom. Kommt dahin und Rheinberg rocken wir nochmal richtig alle draus, was noch geht, Leute. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ich sehe euch auf der Tour und ihr kommt zahlreich. Es wird ein geiles Ding und wir können zusammen ein Monument mit dem Buch bauen, das der Welt, der Spießerwelt, der konservativen Welt und den Politikern ordentlich den Arsch eintritt. Ja? Und jetzt nochmal alle Termine auf einen Blick. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Tour. Bis dahin.